Herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Saal und herzlich willkommen, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Zum 28. Mal ist die Haifischbar unterwegs und heute hier zu Gast in Meersburg am schönen Bodensee. Und Sie sehen es ja an meiner Kleidung, was wir heute für ein Fest hier feiern. Natürlich das Oktoberfest. Großartige Kollegen aus Österreich, aus der Schweiz und aus Deutschland haben für Sie Melodien von Binnenland und Vorderkant mitgebracht und sorgen für die richtige Stimmung. Sie erfahren natürlich einiges Neues über das Reisen mit Kreuzfahrtschiffen und Interessantes über das Oktoberfest. Ohne Oktoberfestbier geht es natürlich bei uns überhaupt nicht. Deswegen gehen wir jetzt zu Fiete, der wartet schon auf uns. Ja, grüß Gott zusammen. Wir beide sind Urviecher. Aus Bayern. Du bist der Echte, ich bin der Zugereister. Natürlich muss man auch Oktoberfest, und wir haben das in der 28. Folge Geschichten aus der Hafenbar, auch ein richtiges Oktoberfest im Bier. Also ich mach mal den obligatorischen Schlag. Zack, hau rein da. Jo, geht! Na, ortshaft dich! Prost! Es klingt und liest sich fast wie ein Märchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er, Musiker, in einer tollen Band, im Ausland unterwegs, in der Schweiz. Sie arbeitete dort, wo er seine Musik machte, als Schweizerin. Sie lernten sich kennen und lieben, wurden auch musikalisch ein Paar. Ja, haben eine eigene Fernsehsendung, Musikkarussell, haben viele Stars und Sternchen zu Gast und heute sind sie zu Gast bei uns in der Haifischbar. Wir freuen uns und begrüßen mit einem herzlichen Applaus Corinne und Benno Bogner. Schaust auch super aus, ne richtig fesche Maus. Lass uns doch tanzen gehen, wenn wir schon so gut aussehen. Und ein bisschen Knutscherei, was ist schon dabei? Ja, was denn? 4, 5! Pfui am Land, in Pracht und Wand, ja, das ist schon allerhand. Doch was uns viel schöner macht, ist die Tracht bei Nacht. Pfui am Land, in Pracht und Wand, ja, das ist schon allerhand. Doch was uns viel schöner macht, ist die Tracht bei Nacht. Hey, ich könnt mich dran gewöhnen, dich nur noch in Pracht zu sehen. Im Dirndl machst du mich verrückt, du kleines freches Stück. Lass uns jetzt nach Hause gehen, wenn wir uns so gut verstehen. Und ein bisschen Fummelei, was ist schon dabei? Na, was denn? 4, 5! Pfui am Land, in Pracht und Wand, ja, das ist schon allerhand. Doch was uns viel schöner macht, ist die Tracht bei Nacht. Pfui am Land, in Pracht und Wand, ja, das ist schon allerhand. Was uns viel schöner macht, ist die Tracht bei Nacht. Pfui am Land, in Pracht und Wand, ja, das ist schon allerhand. Doch was uns viel schöner macht, ist die Tracht bei Nacht. Was uns noch viel schöner macht, ist die Tracht bei Nacht. Am 17. Oktober 1810 war es soweit. Zu Ehren des königlichen Brautpaares Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese fand das erste Pferderennen, damit der Vorläufer zum Oktoberfest, auf der Theresienwiese statt. Seit 1819
ist das Oktoberfest ein Volksfest für alle. Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt. Unsere nächsten Gäste, die kommen auch aus Bayern. Sie sind zwischen Nürnberg und München zu Hause. Und Sie werden es nicht glauben, sie singen Seemannslieder und Chantys. Denn ich kann Ihnen sagen, Seeleute werden nicht nur im Norden geboren. Freuen Sie sich jetzt auf den Seemannschor Thalmessing. Jahre spielte er in einem großen Orchester in Österreich oder der Schweiz, bis er für sich selbst das Alphorn entdeckte. Sie werden begeistert sein von unserem Alphorn-Mann, Rudi.
Gäste hier im Saal, liebe Zuschauer, an den Bildschirmen. Ich darf Ihnen jetzt Herrn Axel Schmidt vorstellen, Vertriebschef bei Ambiente Kreuzfahrten. Herzlich willkommen, Herr Schmidt, hier in Meersburg. Sie sind ja hier, um Ihre Firma jetzt einmal vorzustellen. Ja, Ambiente Kreuzfahrten ist in Berlin gegründet worden dieses Jahr. Es haben sich einige Leute zusammengefunden, die begeisterte Kreuzfahrer sind, die das wirklich mit Herzblut leben. Und wir haben die Prinzess Daphne übernommen, haben ein ganz feines Programm in den Markt gebracht. Wann geht es denn mit Ambiente Kreuzfahrten? Noch in diesem Jahr oder wann starten Sie? Nein, die erste Reise startet im Ende April nächsten Jahres, und zwar von Palma de Mallorca aus. Geht dann vom Mittelmeer aus in einigen Stationen bis nach Kiel durch den Nord-Ostsee-Kanal vorher noch. Also die erste richtige Premierenreise findet Ende April statt. Na, bis dahin gibt es ja sicherlich noch viel vorzubereiten. Und vielleicht können Sie noch ein bisschen über das Schiff sagen. Wie sieht das aus? Was können sich die Leute vorstellen? Wie groß ist es? Ja, wir freuen uns, dass die Prinzess Daphne eher das kleinere Schiff ist. Wir haben maximal 450 Gäste an Bord. Unser Motto heißt Reisen mit persönlicher Note. Und genau das kann man ja mit einem Schiff von 450 Gästen auch sehr gut durchführen. Es hat viele Vorteile. Es ist reichlich Platz für jeden. Ja, das ist prima und das macht natürlich richtig Lust, bei Ihnen mitzufahren. Ja, wir freuen uns, dass wir wirklich unser Programm mit dem Kapitän der guten Laune, mit Vite Münzner und mit Uta zusammen starten werden. Es gibt einen Sonderprospekt, den können wir Ihnen gerne zuschicken. Es sind drei ganz besondere Reisen. Es ist einmal unsere Premiere-Reise. Von Palma de Mallorca geht sie aus. Eine Westeuropa-Reise über Lissabon, einen ganzen Tag in Lissabon. Porto wird eines der Ziele sein. Aber da vor allem kommt auch die kleine Schiffsgröße zum Tragen. Denn das Besondere ist, dass wir auch Häfen anfahren können, wo die wirklich großen, modernen, neuen Schiffe einfach dran vorbeifahren müssen. Ein Beispiel auf dieser Route ist Saint-Malo. Da kann man dann besichtigen den Mont Saint-Michel. Ist das meistbesuchte Baudenkmal in Frankreich. Ja, die Route endet dann nach ungefähr 11 Tagen in Kiel. Die letzte Reise geht dann noch durch den Nord-Ostsee-Kanal. Die zweite Reise, die hier in dem Folder erwähnt ist, ist eine Ostseereise, eine ganz klassische, beginnt und endet auch in Kiel. Und auch da können wir wirklich die kleine Schiffsgröße wieder ausnutzen, denn in St. Petersburg gibt es mittlerweile einen neuen gebauten Terminal für die großen Schiffe. Der liegt weit außerhalb der Stadt. Die Fahrten in die Stadt sind sehr, sehr lang. Und wir fahren noch in das alte Terminal. Das ist nicht alt und old, sondern das heißt nur das alte, weil da können die kleineren Schiffe hin und dann ist man praktisch direkt in der Stadt. Ja, die dritte Reise ist wieder ein Kontrastprogramm dazu. Es geht nämlich in die norwegischen Fjorde. Das sind drei ganz besondere Reisen, vor allem wegen dem besonderen Programm an Bord. Eine ganz tolle Musikshow, eben mit dem Kapitän der guten Laune und natürlich mit Uta. Vielen Dank, Herr Schmidt. Sie haben uns jetzt richtig Lust auf Kreuzfahrten gemacht. Liebe Gäste, und wenn Sie mitreisen möchten, unter anderem sind ja noch viele andere Kollegen dabei, zum Beispiel von Radio Paloma, Michael Niekammer und Ecki Göpelt, viele, viele andere nette Kollegen, dann rufen Sie ganz einfach an, die Adresse wird eingeblendet, oder gehen Sie in Ihr Reisebüro Ihres Vertrauens. Willkommen an Bord, wir freuen uns auf Sie. 25 engagierte Sänger und Musiker, meine Damen und Herren, ja, waren auch einige Landratten dabei aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Sie treffen sich auch noch heute, jeden Montag, unter der Leitung von Paul Heseler, um maritimes Liedgut zu pflegen und vor allen Dingen bühnenreif einzustudieren. Und wir freuen uns jetzt auf die Bodensee-Shantymen. Irgendwo am Horizont der Zeit voraus fängt die Zukunft an. Gestern ist Vergangenheit und zählt nicht mehr. Jetzt bist du ein Mann, wie den jungen starken Mann, der die Macht der Stürme jagt, zieht es dich hinaus. Doch zeig niemals falschen Mut, sei auf der Hut, die See spielt dich zu.
sonst aus. Bei unter See, wann wir auftauchen die Erde, schau nur nach vorn, wie zurück. Hör auf dein Herz und folg nur den Gefühlen, ich wünsche dir viel die Zeit, es ist so weit, nun ruft dich das Meer. Du verlässt die heile Welt der Kinderzeit, fällt es dir auch schwer. Wenn Kap Horn die Zähne zeigt, sei auch mal zum Kampf bereit, nimm nicht alles hin. Wenn du mal irgendwann jemand brauchst, weißt du, wo ich bin. Der Trachten- und Schützenumzug gehört genauso zum Oktoberfest in München wie der Festzug der Festwirte und Münchner Brauereien vor dem traditionellen Anstich. Und Tradition ist natürlich auch die Kleidung. Sie sehen es ja, das Dirndl für die Damen und für die Herren natürlich die Lederhose mit Trachtenhemd, Trägern und die passenden Haferschuhe. Ja, liebe Gäste, es gibt viele Geschichten zum Thema Lederhose und ich habe zwei für Sie mitgebracht. Wer von Leipzig gen Süden fährt, kommt direkt an Lederhose vorbei. Der 294 Einwohnerort in Thüringen heißt tatsächlich so und hat neben einer eigenen Autobahnausfahrt eine Kita, ein Gewerbegebiet und natürlich ein Wappen mit grüner Lederhose. Also wenn Sie da mal vorbeikommen, besuchen Sie diesen schönen Ort. Und um die Verbindung zum Norden Deutschlands wiederherzustellen, habe ich noch eine Geschichte aus Hamburg. Denn auch in Hamburg wird Leder getragen. Ja, Sie haben sich sicherlich vorgestellt in der Hamburger Herbertstraße. So ist es natürlich auch. Aber auch bei der Polizeiuniform. Denn es tragen die hanseatischen Polizeihunddienstführer grundsätzlich Leder statt Stoffhosen. Ja, und das tut heute auch unser fahrender Gesell, Fiete Münzner. Ein fahrender Gesell, kenne keine Sorgen. Schlaf ich heute im Grand Hotel auf der Wiese morgen. Wenn bei euch das Geld nur zieht, ich kann es nicht ermessen, sing ich schönen Frauen ein Lied, ist das Geld vergessen. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn. Ja, Futsch ist Futsch und hin ist hin. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn. So zieh ich dahin. Niemals gab mir eine Bank weder Scheck
noch Noten, doch ein Mädel Lob und Dank hat mir mehr geboten. Alles wollte ich nicht von ihr, denn sie liebt mich innig. Nur das Fahrrad nahm ich mir, so bescheiden bin ich. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn. Ja, futsch ist futsch und hin ist hin. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn, so zieh ich dahin. Neulich hab ich in Berlin mein ganz nagelneues Auto meiner Frau geliehen. Pass nur auf, mein teures, sagte ich wohl 20 Mal. Dann gab sie Gas und bumste gegen den Laternenpfahl. Klasse, wie das rumste. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn. Ja, futsch ist futsch und hin ist hin. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn, so zieh ich dahin. Mir vererbte Onkel Pitt 1000 Euro in Gnaden. Ich steck's ein und fuhr damit auf nach Baden-Baden. Zuerst gewann ich unerhört beim Roulette, ihr Leute. Hätt ich doch bloß aufgehört, wär ich jetzt nicht pleite. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn. Ja, futsch ist futsch und hin ist hin. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn, so zieh ich dahin. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn. Ja, futsch ist futsch und hin ist hin. Ja, immer lustig Blut, ein frischer Sinn, so zieh ich dahin. Unsere nächsten Gäste hatten wohl die weiteste Anreise. Über 800 Kilometer legten sie zurück, um heute hier zu sein. Kraftvolle Männerstimmen intonieren nach Taktvorgabe einer Frau. Unter der Leitung von Birgit Kropp singt für sie der Seemannschor Fegesack. Yeah.
Willkommen im Hotel Windspiel, direkt am Kurpark und nur 250 Meter vom herrlichen Grömitzer Strand entfernt. Das Restaurant Klabauterstube ist auch am Abend Treffpunkt für alle Gäste. In der gemütlichen maritimen Atmosphäre, bekannt durch TV-Sendungen, erleben Sie kulinarische Highlights, die Küche und Köche täglich für Sie kreieren. Nicht nur ein schmuckes Hotel an einem Ostsee-Traumstrand mit kulinarischen Highlights erwartet Sie hier im Windspiel, sondern eine ganze Familie, die es nicht erwarten kann, gerade Sie kennenzulernen und zu verwöhnen. Herzlich willkommen im Hotel Windspiel. Ein wunderschöner Abend in der Weinstube zu halten. Ist so fest und gut gebaut, ist vorne schlank und keck, und hinten hat die Dorothee ein schönes rundes Heck. Sie hat einen Mast und noch einen Mast und einen Kapitän, der kann vom Heck durchs Zwischendeck in die Kombüse sehen. In Hamburg liegt ein Segelschiff im Hafen, die schöne. Sie hat nen ersten Steuermann, der wird niemals getraut, der liebt nur seine Dorothee, weil man ihm sie nicht klaut.
und hat einen zweiten Steuermann, der wurde Kunigund. Nun segelt er die Dorothee und liegt noch nie auf Grund. In Hamburg liegt ein Segelschiff im Hafen, die schöne Stadt der Dorothee. Heute Nacht muss die Besatzung auf ihr schlafen, denn morgen früh liegt sie den See. Sie hat eine Maus, eine kleine Maus, die ist an Bord beliebt, weil sie, wenn mal schlecht Wetter kommt, 3 Tage vorher piept. Und alle die Matrosen sind auf Dorothee vergnügt, weil sie so sicher gut und fest bei jedem Seegang liegt. In Hamburg liegt ein Segelschiff im Hafen, die schöne Stadt der Dorothee. Heute Nacht muss die Besatzung auf ihr schlafen, nach einer langen Reise kam ins Dock die Dorothee. Sie hatte Muscheln angesetzt von langer Fahrt zur See. Sie wurde bald instand gebracht, sah aus so gut wie neu, was den Matrosen Freude macht und jeder ruft Ahoi! In Hamburg liegt ein Segelschiff im Hafen, wie schön. Eine 2 Chordirigentin, eine ist sogar dabei. Also vom Frauenpower gehen wir jetzt zurück zu einem Mann, ja, der seit vielen Jahren vor, auf und hinter der Bühne sein Unwesen treibt. Sein Wesen natürlich, ja. Erobert und erobert immer noch die Herzen der Damen im Sturm. Aber dich gibt es nur einmal für mich, hat er gesungen. Er hat es auch geschrieben, dieses Lied, das international berühmt wurde. Und wir freuen uns jetzt, denn er ist der Mann, der selbst für Fried Bertelmann, Kurt Elsässer, er hat für das Nockalm-Quintett ebenso wie für die Kastelruder Spatzen Grand Prix Titel geschrieben. Er hat auch für mich Titel geschrieben, leider war noch kein Grand Prix Titel dabei. Wir freuen uns dennoch und begrüßen mit einem liebenswerten und herzlichen Applaus Patricius! Das sind Stunden, die man nie vergisst, die
man so wie alten Wein genießt. Keiner weiß, wann wir uns wiedersehen. Doch heute ist das Leben schön. Freunde sind auf dieser Welt viel, viel wichtiger als Gut und Geld. Wer auf Freunde zählen kann, ist auch ohne Geld ein reicher Mann. Erst in Not und in Gefahr zeigt sich dann, was wahre Freundschaft war. Wir stehen füreinander ein und wollen gute Kameraden sein. Wir stehen füreinander ein und wollen gute Kameraden sein. Gute Kameraden feiern ihr Wiedersehen natürlich auf dem Oktoberfest mit Oktoberfestbier. 6 Münchner Brauereien brauen nach dem Reinheitsgebot von 1487. Das heißt, es dürfen nur Wasser, Gerstenmalz, Hopfen verwendet werden. Tja. Fiete, ja, aber wusstest du, dass die Bierkrüge früher so aus Ton hergestellt wurden? Heute wird das aus Glas gemacht. Warum denn heute das? Sind die Maßkrüge aus Glas. Warum? Ja, um den Schankbetrug etwas vorzubeugen. Denn früher konnte man die Krüge natürlich schön mit Schaum vollmachen. Man war nur so viel drin am Ende. Es hat sich ja nicht gelohnt für den Gast. Heute sieht das anders aus mit den Gläsern. Mhm. Ja, haben wir vorher, hast du das gesehen? Ja, eben. Bei uns auch. Ja, wie? Ist natürlich klar. Da bekommt man natürlich auch richtig Appetit. Nicht nur auf ein Bier, sondern vielleicht eine Haxe. Aus Schweinshaxen, das ist was Deftiges. Ja, das ist großartig. Und auch in Deutschland, in Norddeutschland, in Westdeutschland, in verschiedenen Regionen Deutschlands wird ein Fest dann gefeiert, wenn man schlachtet oder wenn man eine Hochzeit hat und bei allen möglichen Dingen. Und da gibt es ein Lied, das dann auch in den verschiedenen Regionen unterschiedlich gesungen wird. Und wir haben dieses Lied mitgebracht und haben natürlich die Bodensee-Fassung dafür ausgesucht. Einmal kommt der Tag, wo man Urlaub macht am Bodensee. Und es kommt der Tag, wo man Hochzeit macht am Bodensee. Da wird die Sau geschlachtet, da wird die Wurst gemacht. Am schönen, herrlichen Bodensee. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Wurst gemacht. Am schönen, herrlichen Bodensee. Einmal kommt der Tag, wo man Oma wird am Bodensee. Und es kommt der Tag, wo man Opa wird am Bodensee. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Wurst gemacht. Am schönen, herrlichen Bodensee. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Wurst gemacht, am schönen, herrlichen Bodensee. Einmal kommt der Tag, wo man Liebe macht am Bodensee. Und es kommt der Tag, wo man Abschied nimmt vom Bodensee. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Wurst gemacht. Am schönen, herrlichen Bodensee. Da wird die Sau geschlacht, da wird die Wurst gemacht,
Jahre 1989 wurde aus Anlass eines Zeltfestes in Lohnde ein origineller musikalischer Beitrag gesucht. Lohnde liegt ca. 10 Kilometer von Hannover entfernt, an wunderschönen Gewässern und direkt am Mittellandkanal. Da lag es nahe, die Gäste mit Shanties und Seemannsliedern zu erfreuen. Daraus entstand später der Shanty-Chor Lohnde. Viel Freude! Zu.
dass Fremde plötzlich Freunde sind, das schafft ein Lied im Nu. Denn dort, wo man gemeinsam singt, ist man sofort per Du. Als gute Freunde wollen wir jetzt auseinander gehen. Ich hoffe, dass wir alle hier uns bald schon wiedersehen. Zu und knipst die Lampen aus und bitte bringt die Damen gut und sicher heut nach Haus. Der Letzte macht die Tür dann zu, es ist jetzt Zeit zu gehen. Für all die schönen Stunden sag ich ein Dankeschön. Der Letzte macht die Türe zu für Gott. Auch wenn der Tag zum Ende geht, es ist noch nicht zu spät. Bevor wir jetzt nach Hause gehen, für ein Dankeschön. Der Letzte macht die Türe zu und knipst die Lampen aus. Und bitte bringt die Damen gut und sicher heut nach Haus. Der Letzte macht die Tür dann zu, es ist jetzt Zeit zu gehen. Für all die schönen Stunden sag ich ein Dankeschön. Der Letzte macht die Türe zu für Gott. Auf Wiedersehen. Halt, Uta, du hast noch lange nicht Schluss und Feierabend schon gar nicht. Denn jetzt, meine Damen und Herren, kommt das große Finale unserer Shanty- und Seemannschöre. Bitte schön. Jetzt fängt frisch der Wind an.
Liebe Zuschauer, das war die 28. Folge Geschichten aus der Hafenbar. Wir bedanken uns bei allen vor und hinter der Kamera. Es waren dabei der Seemannschor Fegesack, der Seemannschor Teil Messing, die Bodensee Gentlemen. Und die Shandymen Stefa. Der Shanty-Chor aus Lohnde. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Kommen von Corinne und Benno Bogner. Wir bedanken uns ebenfalls bei unserem Freund aus der Schweiz, dem Alphornmann Kudi. Und unser Stargast am heutigen Abend, vielen Dank, Patricius. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen. Und wir sagen jetzt auch Tschüss und auf Wiedersehen. Uta, Carina und Fiete Münzner. Dankeschön.